So, herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge Napoleon Total War. Oder Total War Napoleon, wie es eigentlich richtig heißen müsste. Italien. So, Tutorial-Kampagne haben wir durchgespielt. Die beiden ersten Folgen quasi so zum Kennenlernen von Total War Napoleon. Und jetzt beginnt der richtige Kampagnenmodus. Italien. Die neue revolutionäre Republik Frankreich wird von allen alten reaktionären Nationen Europas bedroht. Es ist offensichtlich, dass es keine Alternative zu einem Krieg gibt und dass die vollkommene Vernichtung Frankreichs das einzige Ziel Österreichs und der anderen Feinde Frankreichs ist. Die Österreicher werden von ihrer Angst angetrieben. Sie haben Angst davor, dass ihre Untertanen auch dem Pfad der Revolution folgen könnte. Die Österreicher können in Deutschland und Norditalien angegriffen werden. Österreichs Besitztümer in Italien sind bereits für die Befreiung. Sollten die anderen Staaten Italiens eingreifen, werden sie dem gerechten Zorn des französischen Volkes nicht standhalten können. General Napoleon di Buonaparte, dem Befehlshaber der Artillerie der Italienarmee, wurde das Kommando über die gesamte Armee übertragen. Er hat die Pflicht, die französischen Besitztümer auf der italienischen Halbinsel zu verteidigen. Es handelt sich bei ihm allerdings um einen ehrgeizigen und äußerst fähigen Mann, der den Plan hat, Österreich aus Italien zu vertreiben und zurück vor die Tore Wiens zu jagen. That's the beginning. Und dann gucken wir mal, was wir alles erreichen müssen und wie wir das Ganze nachspielen können. Manche Männer führen ein einfaches Leben, während andere ein Feuer entfachen, das die ganze Welt zu erfassen droht. Ich vermag nicht zu sagen, wann das Feuer in Napoleon zu brennen begann. Vielleicht war ihm auch ein Schicksal vorbestimmt. Doch manchmal kann das Schicksal ein wenig Hilfe gebrauchen. Oder sogar eine ganze Revolution. Die alten Werte ertranken in einem Meer aus Blut. Ein Mann konnte werden, was immer er wollte, wenn es ihm gelang, dem Sturm zu trotzen. Im Jahre 1796 wurde Napoleon das Kommando über die Italienarmee übertragen. Wir wussten, dass Österreich in Deutschland kämpfen würde. Wir wussten, dass der Italienfeldzug sinnlos geworden war. Doch Napoleon war anderer Meinung. Das war sein Talent. Ich führe euch in das fruchtbarste Land der Welt. Dort findet ihr Ehre, Ruhm und Reichtum, sagte er uns. Die Soldaten hörten zu, aber sie glaubten es nicht. Ihre Hoffnung war lange geschwunden. Kein Gedanke mehr an Ruhm. Ja, ich glaube, der erste... Der Krieg zwischen Frankreich und der Koalition steht vor einem entscheidenden Punkt. Da sich ein Großteil der französischen Streitkräfte im Kampf gegen Österreich im Rheinland befindet, haben sie das Kommando über die schlecht ausgerüstete Italienarmee an der französisch-italienischen Grenze erhalten. Da sie der bevorstehenden Invasion durch die in Italien stationierten österreichischen Streitkräfte ausgesetzt sind, haben sie die schwierige Aufgabe, mit ihrer Armee in der Region erst Fuß zu fassen, bevor sie nach Österreich marschieren. Nehmen sie Klagenfurt ein, dann ist der Weg nach Wien frei. Die Festung von Mantua könnte sich als größere Herausforderung herausstellen, aber die Eroberung ist wichtig, wenn sie die Position Österreichs in Italien schwächen wollen. Der Koalitionsverbündete Österreichs, das Königreich Sardinien, wird sich gegen sie stellen. Wenn sie diese Nation gemeinsam mit den anderen italienischen Staaten besiegen, verfügen sie über genügend Ressourcen, um Österreich in die Knie zu zwingen und die Koalition für immer zu zerschlagen. Okay, Mission erteilt, der Marsch. Der Marsch auf Wien. Stadteroberung Klagenfurt. Beschreibung. Mon General. Nachdem Sie das Kommando über die Italienarmee erhalten haben, müssen Sie sich auf die Invasion Österreichs vorbereiten. Unsere Streitkräfte im Rheinland bereiten sich gerade darauf vor, nach Tirol vorzustoßen. Wenn wir Wien einnehmen wollen, dann müssen wir unsere Truppen unterstützen können, wenn die Zeit reif ist. Momentan hat uns das Direktorium den Befehl gegeben, Kärnten anzugreifen und Klagenfurt zu erobern, von wo aus wir uns auf unseren glorreichen Marsch gen Wien begeben können. Belohnung, ein direkter Weg nach Wien. Also, die Hauptmission. Ja. Danke. Kommt noch was? Obviously not. Okay, dann gucken wir uns mal ganz kurz an, was wir haben. Also, wir haben Nizza, Alpe, Maritim. Und mehr nicht. Dann sind wir hier schon in Italia.
Ach so, ich wollte gerade sagen, warum ist denn das so klein? Aber das ist hier... Der italienische Stiefel fängt hier an und hier kommen die Alps. L'Alps. Torino ist alles schon Italien. Coni Cuneo gehört zu Sardinien, mit denen sind wir schon im Krieg. Krieg. Dann können ihre Armee per Rechtsklick auf einen beliebigen Teil des markierten Gebiets bewegen. Per Rechtsklick auf eine feindliche Armee oder Stadt greifen sie diese an. Um zwei ihrer Armeen zusammenzulegen, bewegen sie diese zu ein und demselben Punkt. Sie begeben sich an Bord der Schiffe einer Flotte an der Küste, indem sie sich einfach darauf bewegen. Ja, das verstehe ich. Danke. Ich will aber erstmal ganz kurz gucken, was wir haben. Also wir haben zwei Armeen. Einmal die von Jean Serurier. Armeen und Flotten verfügen über eine Kontrollzone, die durch einen Kreis gekennzeichnet ist. Bewegt sich eine feindliche Einheit in die Zone einer anderen Einheit hinein, kann diese sofort abgefangen und angegriffen werden. Ja, also in dem gelben Bereich wird abgefangen und angegriffen. Und... Avuso. Dann haben wir noch die Armee von Napoleon Bonaparte. Okay, was hat der an Armeen? Ja, ist okay. So. Eugene Mercy. Sie haben gerade ein Objekt einer anderen Nation. Okay, kennen wir nicht wirklich. Sie können ihm keine Befehle erteilen. Wählen Sie ein eigenes Objekt an, um mehr über dessen Fähigkeiten zu erfahren. Ja, danke. Und dann haben wir noch Bimo. Das uns aber auch nicht gehört. Okay, wir sind sowieso schon im Feindesgebiet mit Napoleon. So, dann... Der Besitz der Provinzhauptstadt entscheidet über die Kontrolle über eine Provinz. Beachten Sie, in diesem Tab werden sämtliche in der ausgewählten Ort die Verbesserung... Wenn Sie einen neuen General oder Admiral... Ja. Dann muss ich hierauf klicken, ist mir klar. So, warum wird denn... In diesem Tab werden sämtliche General in der ausgewählten... Warum wird mir denn nochmal alles erklärt? Ich kenne das doch alles schon. Das hat man doch alles schon im Tutorial gehabt. Okay, also hier haben wir noch eine kleine Armee von Jean-André Massena. Oder Massena. Dann könnten wir noch Linien, Füsiliäre, Revolutionsinfanterie, Nationalgarde und Milizen. Milizen eher ungünstig, ne? Eher so für, naja. Sind so die Bauern von früher. Die wenig können. Wobei die nicht viel schlechter sind als die hier. 686. Ja, die sind schon schlechter. Na gut, okay, dann machen wir mal die erste Schlacht mit Napoleon Bonaparte gegen Eugene Mercy d'Argenton. Moment, Leertaste. Eine Schlacht gewinnt man nicht allein dank zahlenmäßiger Überlegenheit. Na, meistens die schon. Die Balance der Einheiten und die Fähigkeit des Kommandanten sind entscheidend. Achten Sie auf Informationen über Kräfteverhältnis, Wetter und Verstärkungen, bevor Sie sich auf eine Vorgehensweise festlegen. Aber aufgepasst! Wenn Sie angegriffen werden, haben Sie in der Regel keine Möglichkeit mehr, einen Kampf zu vermeiden. Die Felder am unteren Rand dieser Übersicht zeigen Ihre Kampfoptionen an. Fahren Sie mit der Maus darüber, um herauszufinden, was Sie jeweils bewirken. Ja. Okay, also er hat einen 3-Sterne-General. Wir sind ein 6-Sterne-General mit Napoleon. Dann hat er auch ein paar Artilleristen, schwere Kavallerie, Linieninfanterie und eine Miliz. Wir machen mal automatisch. Ihre Armee hat Verluste erlitten und benötigt neue Rekruten. Jawohl. Eine Armee, die über einen General verfügt und sich in einer freundlichen Provinz befindet, wird automatisch mit frischen Truppen versorgt. Ohne General kann eine Armee nur in einer Siedlung der eigenen Nation verstärkt werden. Je näher sich eine Armee an einer Provinz mit frischen Rekruten befindet, desto schneller findet die Verstärkung statt. Sollte keine Verstärkung stattfinden, befindet sich die Armee wahrscheinlich in einer feindlichen Provinz oder in einer Gegend mit hohem Verschleiß. Okay, gut. Also Einheiten verstärken. Die Regierung wird ihnen regelmäßig Missionen erteilen. Obwohl sie optional sind, können sie sich als nützlich erweisen, um die verschiedenen Aspekte des Spiels kennenzulernen. Klicken Sie einfach auf die Nachrichtenbox zu Ihrer Linken. Dort... Ja, danke.
Mission. Gebäude errichten, Nachschubposten. Beschreibung. Wenn wir uns durch Österreich vorkämpfen wollen, dann müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass unsere Regimenter immer voll einsatzfähig sind. Da der Großteil der französischen Militärressourcen an der deutschen Front gebunden sind, hat die Italienarmee keinen Zugang zu den besten Truppen der Nation. Errichten Sie ein Nachschubdepot in einem unserer Handelszentren, um die Stärke und Anzahl all unserer Truppenarten aufrechtzuerhalten. Ungeachtet dessen, wie knapp sich Sie in der Provinz sind. Gewährt eine Einheit Liniengrenadiererfahrung für alle Landeinheiten. Nachschubposten, und zwar in einem unserer Handelszentren. Das ist ein Handelszentrum. Ich würde lieber das hier einnehmen. Und da Nachschubposten errichten. Wobei hier auch eins ist. In Koni. Erstmal machen wir den Typen komplett platt. Sie können jetzt direkt von einem General im Felde rekrutiert werden. Wählen Sie das Rekrutierungstab an und klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Einheit, um sie der Produktionsliste hinzuzufügen. Ein erneuter Klick entfernt Sie wieder. Sobald Sie einsatzbereit sind, begeben sich die Einheiten zum jeweiligen General und schließen sich seiner Armee an. Bedenken Sie, dass sich Einheiten nur auf direktem Wege zum General begeben können. Das Meer können Sie nicht überqueren. Ja, danke. Die für Sie. So, machen wir nochmal zwei dazu. Wir machen aber erstmal die Armee hier platt. Im zweiten Kampf. Eine sehr große Armee oder Flotte, die über zwei oder mehr Einheitenstapel verteilt ist, kann unter Umständen nicht als eine Streitmacht kämpfen. Ja. Eine Nation kann maximal 20 Einheiten gleichzeitig ins Feld schicken. Ja. Zusätzliche Einheiten erscheinen nach und nach zum Kampf, um geflohene oder vernichtete Einheiten zu ersetzen. Okay, gut zu wissen. Ja, automatisch. Wir geben die Kampfstatistiken zusammen mit einem Überblick über den Zustand jeder überlebenden Einheit in ihrer Armee oder Marine angezeigt. Ja. Über das Feld auf der rechten Seite können Sie sich die Statistik für jede einzelne Einheit ansehen. Okay, Erfahrung, Vorgefecht, Nachgefecht, 8. Also hat sich nichts geändert. Okay. Und da ist er down. So, der könnte auch rekrutieren. 2-1. Oh, leichte Kavallerie. Ich würde aber trotzdem Cuneo. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie eine Armee oder einen Agenten aus einer Siedlung oder einem Provinzplatz an einen anderen Ort bewegen können. Wählen Sie hierfür. Alter. Okay, und dann müssen wir die Runde beenden. Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, einfach. Ne, obwohl. Wann immer eine Gebäudekette verfügbar ist. Alter! Kann ich die ausstellen? Danke. Wir lassen es mal an. Vielleicht verpassen wir irgendwas Wichtiges. So. Ich denke nicht, dass Sardinien mich angreift. Die Drop-in-Schlacht ist eine neue Funktion, die es ermöglicht, in einer Schlacht während einer Kampagne die KI-Nation durch einen menschlichen Gegner zu ersetzen oder anstelle der KI in der Kampagne eines anderen Spielers eine Schlacht zu schlagen. Dies wird durch den Online-Schlachtmechanismus ermöglicht. Wenn Sie während des Erstellens Ihrer Kampagne Drop-in-Schlachten aktiviert haben, erhalten Sie gelegentlich Einladungen, eine Schlacht gegen andere Spieler in deren Kampagne zu schlagen. Akzeptieren Sie die Einladung, wird Ihr Spielstand gespeichert, bevor Sie sich auf das Schlachtfeld begeben. Nach Ende der Schlacht nehmen Sie Ihre Kampagne auf. Ja, unwichtig. Der Weg ist versperrt. Ihr Weg wird durch einen anderen Charakter blockiert. Unter den gegebenen Umständen wäre es besser, sich eine andere Route zu Ihrem Ziel zu suchen. Okay, das ist ja fast gar keiner. Also Genua, Ligurien könnten wir angreifen und hoffentlich auch einnehmen. Gut, dann. Monsieur? Könnte knapp werden mit Jean Serruyer. Hat der Kanonen? Eine Kanone hat er. Ich würde trotzdem erstmal Genua einnehmen. Wir können ja erstmal gucken. Deutlich besser. Betritt, kann per Linksklick und Ziehen bestimmt werden. Die Einheit ganz links betritt als erste das Schlachtfeld. Ja. Okay, wir sind deutlich besser aufgestellt. Dann werden wir mal einen Belagerungsan. Und wir machen es erstmal wieder automatisch. Sieg, wir haben fast gar nichts verloren. Und ja, unser Gegner hat alles verloren.
Sehr schön. Ist da jemand besser geworden? Oh ja. Die Fußartillerie ist einfach mal um 2 Stufen gestiegen. Generalstab um 1 Stufe und Chasseurs à cheval auch nochmal. Sehr gut. Nach der Einnahme einer Hauptstadt sollten sie eine angemessene Garnison zurücklassen, um Unruhen zu unterdrücken, bis die Bevölkerungsstufe und beschädigte Gebäude wiederhergestellt sind. Kurzfristig kann auch die Aufhebung von Steuern hilfreich sein. Okay, erwarter Provinzwohlstand. Wir nehmen natürlich friedlich ein. Wir plündern nicht. Sondern wir würden sehr gerne das Ganze hier auch behalten. Und das wird zu einem Nachschubposten. So, Provinz erobert, ihre Armeen erobert und kontrollieren jetzt die Region Cuneo. Truppen können für den Verteidigungsfall innerhalb einer Stadt stationiert werden. Zusätzlich unterdrücken sie rebellische Tendenzen innerhalb der Bevölkerung. Sehr gut. Ja, Garnison, alles klar, danke. Wege bleiben. Die genaue Planung ihrer Bauten ist der Schlüssel zu einem Erfolg. Oh, Alter Schwede, die Alte geht mir auch ein bisschen auf den Puffer, muss ich sagen. Garnison, da kriegen wir wahrscheinlich bessere... Diese Übersicht hält Informationen bereit, wie bessere. Die Auswirkungen eines Gebäudes... Ja, danke. Kriegen wir schon quasi etwas bessere Rekruten oder etwas bessere Armeen. Werden wir die Garnison gleich bauen. Aber wir lassen uns mal ein bisschen Geld übrig. Okay, danke, Garnison. Kann sein, dass wir gleich angegriffen werden. Nö, der zieht sich zurück. Okay. Bei Napoleon Total War dauert eine Runde jetzt 2 Wochen, um die vielen Kämpfe der unterschiedlichen Kampagnen zu simulieren. Alles klar, danke. Mission erteilt. Die Unterwerfung eines Königreichs. Stadt erobern Turin. Das ist hier im Hintergrund. Das Königreich Sardinien ist schon seit langem ein Stachel in unserem Fleisch. Seinen hartnäckigen Verbindungen zu den Feinden der Republik und seiner Beschmutzung französischen Bodens muss ein Ende bereitet werden. Erstürmen Sie Turin und zwingen Sie das Königreich in die Knie. Belohnung des Königreichs Sardinien wird unser Protektorat. Okay, erstmal hier die Armee wieder auffüllen lassen. Hohe Verstärkungsrate, super. Milizen. Holen wir uns mal eine mit dazu noch. Magistrat bringt uns Repression. Bonus auf Besteuerung. Ermögliche Rekrutierung und die Verstärkung von Milizen. Ja, unwichtig. Brauchen wir nicht. Aber hier haben wir eine Garnison, deswegen ist hier... Ach nee, noch nicht. Nachschubposten. Wird erst noch. So, hier ist glaube ich gar nichts stationiert, deswegen... In jeder Runde werden ihrer Schatzkammer Gelder zur Finanzierung von... Ja, danke. Dann versuchen wir mal hier Genua einzunehmen. Ort oder eine Stadt kann ein General die ehrenvolle Kapitulation des Verteidigers fordern. Wird sie akzeptiert, kann dieser unbehelligt abziehen und die Festung wird übergeben, ohne dass ein Schuss fallen muss. Alles klar. Wird er aber nicht machen. Allerdings hat er nur Milizen, hier Mob, bewaffnete Bürger, also überhaupt gar nichts. Und wir haben eigentlich eine relativ super Armee. Wir sind auch super überragend im Vorteil. Wir können ja mal selber einen Angriff machen. So, Napoleon Bonaparte gegen Lucio Grimaldi. Die Schlacht von Genua 1796. Ist sie im offenen Feld? Hätte er gedacht, dass das der Angriff auf das Fort wird, aber anscheinend ist es im offenen Gelände. Naja. Generäle stellen ihre Streitkräfte nach Rang auf. Ein General höheren Ranges stellt seine Truppen nach den Generälen niedrigeren Ranges auf, sodass er deren Aufstellung sehen kann, bevor er seine eigenen Truppen ins Feld schickt. Ja, wir stellen erstmal auf. Monsieur. Erstmal machen wir hier eine 2 draus. Obwohl, das sollte bitte die 3 sein. Etat-Major des Généraux, Monsieur! Etat-Major des Généraux, à vos ordres! Ihr seid die 2 und ihr seid die 1. So. Bei extremer Hitze oder Kälte erleiden Einheiten einen Erschöpfungsverlust, wenn sie es nicht gewohnt sind, unter solchen Bedingungen zu leben und zu kämpfen. Manche Einheiten sind gegen diesen Verlust resistent. So, und dann mal ein bisschen schneller, bitte alle.
bisschen aufpassen auf die... auf die Teile. So, wir müssen auf jeden Fall weiter vorziehen schon. Da wir sonst durch die Kanonen ziemlich gebumst werden könnten. So. Wir ziehen weiter vor. Und meine... Sir, unser General wird angegriffen. Ja, ich will aber erstmal die Kanonen quasi zerstört haben. Sehr gut. So, dann kommt mal her. Wählen Sie jetzt eine Einheit aus, die Sie ermutigen wollen. Sie wird für die Zeitdauer des Effekts als motiviert gekennzeichnet. Bedenken Sie, dass diese Fähigkeit für einen bestimmten Zeitraum nicht verfügbar ist, nachdem sie einmal eingesetzt wurde. Was ist denn hier eigentlich los? Haut Napoleon gerade ab? Oh, Napoleon fliegt gerade, okay. Ungünstig. Okay, Napoleon ist abgehauen. Krass. So, die drei, wo stehen die denn? Oh Gott, Alter. Okay, man muss sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen hier. Meine Kanonen sind auch unter Beschuss. So, und dann gehen wir mal in Nahkampf, würde ich sagen. Die Aufrechterhalt über das Laufenfeld links in der Gefechtssteuerung können Sie zwischen Laufen und Gehen hin und her schalten. Laufen ist zwar hilfreich, um schnell an eine gewünschte Position zu gelangen, lässt die Männer aber bei zu häufigem Einsatz ermüden. Wo, warum lauft ihr denn den hinterher? Ich habe doch hier den Kampf quasi. Per Klick auf das ein blinkendes Einheitenbanner zeigt an, dass die Moral schwindet und die betreffende Einheit in Kürze den Kampf abbrechen und die Flucht ergreifen wird. Nutzen Sie diese Gelegenheit aus, um sie mit Ihrer Kavallerie oder mit Bajonett versehener Infanterie anzugreifen. Eine Schlacht ist vorüber, wenn sämtliche Truppen einer Armee die Flucht ergriffen haben oder gefallen sind. Oh, das war aber keine günstige Schlacht für mich. Da waren einige Sachen nicht ganz so super. Aber okay, ich denke, wir sollten... Unsere Männer fliehen, Sir! Ein blinkendes Einheitenbanner zeigt an, dass die Moral schwindet und die betreffende Einheit in Kürze den Kampf abbrechen und die Flucht ergreifen wird. Lassen Sie Ihren General die Männer sammeln oder verstärken Sie die betreffenden Einheiten mit neuen Kräften. Eine Schlacht ist vorüber, wenn sämtliche Truppen einer Armee die Flucht ergriffen haben oder gefallen sind. Ja, wissen wir. Aber ich denke, jetzt sollten wir es auch gepackt haben. So, das ist die letzte gewesen. Okay, gut. Der Sieg gehört uns. Gefecht beenden. Glorreicher Sieg. Na gut, Napoleon ist ein bisschen abgehauen. Victorieux! Ah, ja, ordentlich Verluste bekommen. Ich denke, hätten wir das Ganze simuliert, wäre es ein bisschen besser gewesen. Aber Dragona jetzt Stufe 2, die Artillerie eine zumindest auch auf Stufe 2. Die Revolutionsinfanterie gleich mal auf Stufe 3 hochgeknallt. Sehr schön. Als Alternative zur Besatzung einer Siedlung nach deren Einnahme kann sie ebenfalls eine Stadt ohne geplündert werden, erschafft zur Aufrechterhaltung der Ordnung automatisch Milizen. Diese Miliz kann zwar nicht gegen Aufstände vorgehen, wie einquartierte leichte Infanterie, zum Beispiel Dragoner, sie sorgt allerdings für die Regelung alltäglicher Probleme. Sie kann die Stadt, in der sie erschaffen wurde, nicht verlassen. Wer bist du? Okay, aber immerhin haben wir mal unsere erste Schlacht. Jede Flotte und jeder Agent kann Informationen über feindliche Armeen, Flotten oder Siedlungen in unmittelbarer Nähe preisgeben. Die Genauigkeit der Informationen hängt vom spionierenden Charakter ab. Deshalb sind echte Spione in diesem Bereich besser als Generäle. Ja, echte Spione besser als Generäle, das ist mir klar. So, die drei schicken wir dann zu Napoleon. So, Einheit rekrutiert und der Weg ist versperrt. Ihr Weg wird durch einen anderen Charakter versperrt. Ja, alles gut. So, Armee. Die lassen wir nochmal ganz kurz ein bisschen regenerieren. Warten auch noch auf den Kollegen hier. Und Napoleon sowieso.
Der muss sich sowieso erstmal komplett erholen. Hohe Verstärkungsrate, sehr gut. Wird auch noch ein bisschen dauern. Upsala, wir haben uns ein Spiel rausgetappt. Bis wir dort dann komplett gut aufgestellt sind. So, 100 Provinz Wohlstand, 12 Städte Wohlstand in der Heimatprovinz. Pro Runde in der Provision, in der Provinz. Okay, machen wir mal. So, da läuft ein Österreicher. Da läuft einer aus Biermont. Sie können die bereits angezeigten Ratschläge über Zurück im Beraterhut zurückblättern. Nun, da Sie die Frage des Nachschubs geklärt haben, werden Ihre Regimenter der Italienarmee ab sofort ihre Stärke und Truppenstärke aufrechterhalten können. Durch klugen Einsatz der hervorgehobenen Truppen, die Sie nach Italien begleitet haben, werden Sie bei Ihrem Feldzug weiter im Vorteil sein, unabhängig von der Kargheit der Region. Okay. Rekrutierungsbericht. Diese Übersicht zeigt statistische Informationen über die ausgewählte Provinz. Ja, alles klar. Hier haben wir sogar noch zwei. Ach, hier ist Napoleon. Okay, dann nimmst du dir mit. Nein. Diesen jungen Herrn. Genau. Und damit geht's dann gen Genua. Und hier machen wir einfach nur zur Verteidigung, würde ich sagen, zweimal Miliz rein. Das sollte ausreichen für Nizza. Du gehst hier hin. Dann haben wir hier eine super Armee. Mit der wir zumindest schon mal Richtung... Zur effektiven Verteidigung ihrer Territorien sollten Sie wissen, wie weit gegnerische Armeen sich bewegen können. Klicken Sie auf eine gegnerische Armee, um zu sehen, wie weit... Naja, alles gut. Und dann gucken wir mal, was hier in Torino los ist. Auf jeden Fall ist die Stadt Turin relativ dicke mit Menschen besetzt. Knappe Kiste. Könnte eng werden. Aber wir gewinnen. So, Giacomo erleidet richtig Verluste. Und wir, naja gut, 492 haben wir verloren, aber er 1100 knapp verloren. Das war mal ein super Kampf. Über Handelsposten handeln die europäischen Nationen mit dem Rest der Welt, der nicht im Spiel vorkommt. Um einen Handel zu beginnen, bauen Sie ein Handelsschiff, segeln Sie zu einem Handelsposten und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anker. Okay, können wir noch nicht machen, da wir keinen Hafen besitzen. So, Napoleon ist wieder in Genua. So, damit sollten die auch hier genau wieder hohe Verstärkungsraten sein. Und dann können wir nämlich hier weiter uns nach Norden ausbreiten, nach Alessandria und so weiter. So, diese Armee. Wen greifen wir denn an? Sardinien oder Österreich? Machen wir erstmal hier den Österreicher weg. Knapp im Vorteil. Wir haben verloren. Dammit. Das kann sein, dass wir die Einheit gleich verlieren. Ein bisschen Miliz haben wir noch vor Ort. Aber auch nicht viel. Ungünstig. Sehr ungünstig. Können wir hier nochmal einen General rekrutieren? 1400 haben wir leider nicht. Könnte sein, dass er jetzt stirbt. Ja. Gut, wir werden wieder verlieren. Fini. Und der Typ ist leider Geschichte. Mit der Truppenmischung sind einige Kommandeure in der Lage, äußerst mobile Armeen ins Feld zu führen. Solche Streitkräfte können aufgrund ihrer Mobilität Überraschungsangriffe durchführen, strategisch wichtige Ziele einnehmen und den Feind so zur Verzweiflung bringen. Stufe 6, General. Den holen wir uns mal. Ja, hier die deutsche Armee. Wir werden erstmal hier noch ein paar Milizen ausbilden und werden mal mit Napoleon kurz zur Unterstützung kommen. Durch den Kampf und das Überstehen von Schlachten gewinnen Einheiten Erfahrungspunkte. So, da wird belagert, aber wir unterstützen mal kurz die dunklen die Ortschaft. Gebiete am Rande ihres Territoriums und darüber hinaus werden durch den Nebel des... Diese Stadt wird von Truppen der Feinde ihrer Nation belagert. Wir vertrauen darauf, dass die tapferen Verteidiger sich als stark genug erweisen, um die Angreifer bis zum Eintreffen der Verstärkung abzuwehren. Ja, Napoleon kommt. Trio für Rom.
und hilft euch. Sehr gut. Wird ein Hafen von einer Armee besetzt, kommt der dortige Handel zum Erliegen und es können keine Schiffe mehr gebaut werden. Bedenken Sie, dass ein Hafen nicht belagert werden kann. Jetzt haut der ab, der Typ, oder was? Hat er sich jetzt gerade in den... Die Hauptstadt ihrer Nation ist der Mittelpunkt ihres Reiches. Der Feind hat die Siedlung eingenommen. Er besitzt das Gebiet und beschädigt die Gebäude. Mann, Alter. Die Siedlung funktioniert erst dann wieder, wenn der Feind vertrieben und die Reparaturen abgeschossen sind. So, okay, also wir müssen erstmal hier das einnehmen. So, und jetzt mal hier den Typen Kapeister hauen. Sehr schön. Eigenschaft erhalten. Mutiger Anführer. Napoleon Bonaparte kriegt mutiger Anführer. Plus 3 auf Moral. Ich bin sicher, dass ich in einer Schlacht mit meiner Zeit Besseres zu tun habe, als mir über Schüsse und Kugeln Sorgen zu machen. Dieser General hat schon oft seine Klinge mit dem Feind auf dem Schlachtfeld gekreuzt. Mut ist jetzt ein permanentes Merkmal dieses Generals. Armee zieht sich zurück und Einheit rekrutiert Milizen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Und sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge Total War Napoleon. Und dann, ja, müssen wir erstmal eine dicke Armee. Eine Armee rekrutieren und. Konzentrieren Sie den Bau militärischer Gebäude nicht in einer einzigen. Und uns noch eine weitere Armee aufbauen, damit wir hier wieder, ne, voransiedeln können. Wäre nicht so schlecht. So. Ja. Wirklich nur Armee aufbauen ist erstmal nur in Nizza möglich. Geld hätten wir dafür, um nochmal eine weitere Armee uns zu besorgen. Ausbildungslager, Garnison. Machen wir mal. Gut, dann bis morgen. Tschüss.